Wo schlafen eigentlich die Lokführer, wenn sie eine Übernachtungsschicht haben? Das hat sich eine Followerin von mir gefragt und deswegen nehme ich euch heute mit hier auf meine Übernachtungsschicht. Ich bin gerade in Sigmaringen, habe mein Fahrzeug hier abgestellt und jetzt geht's ab ins Bette. Ja. Was hat denn der Arbeitgeber für Möglichkeiten, uns zum Übernachten zu schicken? Also, es gibt so ein Dienstzimmerchen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ihr könnt uns ins Hotel schicken oder wie in meinem Fall hier so eine Art Ferienwohnung, eine Dienstwohnung. Ja, da hole ich mir jetzt einen Schlüssel aus der Dienststelle und dann laufe ich da hin und dann penne ich da. So. Wenn ich sage, ich schlafe heute im Hotel, werde ich ganz oft gefragt, ja, wer zahlt das? Ich nicht. Stellt euch mal vor, der Lokführer müsste seine Hotelübernachtung selber zahlen. Wie oft werde ich wohl dann zum Dienst antreten, wenn ich wüsste, ich muss am Ende der Schicht erblechen? Nein, das wird natürlich übernommen, ist jetzt auch kein großartiges Hotel und man kriegt meistens auch kein Frühstück, weil wir da alle schon weg sind und schon wieder abgefahren. Und abends sind wir wahrscheinlich auch die Letzten, die hier reinkommen. Da ist nicht mal jemand an der Rezeption. Wo kriegen wir einen Schlüssel her? Ja, wird irgendwo hinterlegt. Aber ich sage euch nicht wo. Haha. So, diese drei Möglichkeiten. Meine Möglichkeit ist also diese Ferienwohnung. Und da können wir gemeinsam hinlaufen, da kann ich es euch nochmal zeigen. Die Dienstwohnung ist ungefähr 10 Minuten entfernt vom Bahnhof. Hier ist die Donau. Hier ist ein Schloss. Da. Schöne Gegend, wo ich jetzt schlafen werde. Ich glaube, ich ziehe da ein. Dienstwohnung im Schloss, Herr Sky. Und sonst geht's Ihnen gut? Danke, ja. Wir müssen leise sein. Hier wohnen ja noch andere Menschen. Normale, keine Eisenbahner. Willkommen in der DB-Dienstwohnung. Ja, alles, was das Herz begehrt. Ein Fernseher, riesengroßer Fernseher. Tisch und Stühle. Hier haben wir ein Bad. Und hier ist das Schlafzimmer. Mit meinem Bett. Ja. Da kann ich jetzt schlafen. Wie lange? 4 Stunden, 5 Stunden, je nachdem, wie schnell ich jetzt einschlafen kann. Ja, so eine Übernachtungsschicht muss mindestens 5 Stunden haben. Sonst ist es nämlich keine Übernachtungsschicht, sondern es ist eine Nachtschicht. Ja, dann kann man nämlich nicht wirklich schlafen. Länger wäre mir natürlich lieber. Ist gerade nicht so. Gut, also, ich werde mich jetzt komplett ausziehen. Hoppla, jetzt Licht ausgegangen. Krass. Dabei bin ich jetzt komplett nackt. Was? Hab noch was an. Wo schläft jetzt also ein Lokführer, wenn er eine Übernachtungsschicht hat? Also, Hotel? Dienstwohnung oder Dienstzimmer? Muss er das bezahlen? Nein? Danke, gute Nacht.